Und willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich war bei Action und ich habe ein bisschen was eingekauft. Und ja, das ist also, ich glaube, letztes Mal im letzten Action Haul habe ich mehr oder weniger so Skincare gekauft. Und in diesem Action habe ich auch, ja, eigentlich so ganz querbeet. Aber ich habe auch so ein bisschen, also ich habe echt super, super schöne, spannende Sachen entdeckt. Und die habe ich fotografiert und die zeige ich euch dann mal am Ende des Videos. Also echt tolle Sachen. Richtig so besondere Sachen. Also ich glaube, das wird ein richtig spannendes Video für euch. Ich hoffe jedenfalls. Ich habe ja immer versucht, so alles mitzunehmen. Also es gibt auch Gartensachen da jetzt, Grillsachen und so weiter. Und also ich habe einfach fotografiert, was ich jetzt gerade spannend fand. Auch so ganz witziges Geschirr. Und was ich da auch entdeckt habe, war, da gab es so einen Bogen mit Luftballons. Und dann dachte ich so, hä, wie läuft das denn? Ne? So ein riesengroßer Bogen, da stand eine Frau unter. Und das war ein Bogen mit Luftballons überall. Und dann dachte ich so, wie funktioniert das denn? Und da stand dann aber drauf, ohne Luftballons. Weil ich glaube, davon habe ich jetzt kein Foto gemacht, das habe ich vergessen. Aber jedenfalls muss man denn da die Luftballons extra kaufen. Wahrscheinlich ist dann das irgendwie, dass man das befestigen kann. Also falls ihr sowas sucht, es gibt da wirklich irgendwie gefühlt alles bei Action und super günstig. Ja, super günstig. Da fange ich gleich mal beim Naschen an. Ich habe mal wieder genascht. Und zeig euch mal was, was ich gerade probiert habe. Und zwar das hier. Und ich war wirklich so was von überrascht. Was sind denn das für Preise bei Action? Für solch ein Naschen. Dafür bezahlt ihr doch locker 3 oder 4 Euro. Bei Action zahlt ihr 1,30 Euro. Ist echt krass. Das habe ich jetzt gerade mal probiert. Hier steht drauf glutenfrei, falls euch das interessiert. Es ist Haselnuss. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das jetzt eben gerade erst mitgenommen, was jetzt genau ist. Es schmeckt auf jeden Fall lecker. Und was sehr schön war, es war gut zu kauen. Ich weiß ja nicht. Ich bin ja in die Jahre gekommen und manchmal habe ich echt Schwierigkeiten. Und ich liebe diese Erdnuss-Dinger. Kennt ihr die? Ich glaube, die heißen Tom oder so. Das ist so ein Riegel nur mit Erdnüssen und mit Karamell. Und da habe ich auch Schwierigkeiten. Aber hier, ne, das bekommt ihr ganz leicht zu zerkauen, wahrscheinlich, weil da schon so kleine Stücke sind mit Karamell. Schmeckt so ähnlich wie dieses Tom mit Erdnüssen, aber mit Haselnüssen. Und das schmeckt man fast gar nicht. Also ich hätte auch Erdnüsse sein können. War echt lecker. Habe ich gerade mal probiert, um euch das zu erzählen. Dann werde ich das gleich noch mal probieren. Ich muss eine Pause machen. Ja, ich kann nicht so viel naschen. Aber das werde ich euch auch noch mal erzählen. Davon gab es mehrere. Habe auch Fotos gemacht. Und 40 Cent. Ehrlich. 39 Cent. Sowas, was echt sonst immer so richtig teuer ist. So Nusssachen sind ja immer teuer. Sehr, sehr lecker. Dann habe ich noch was entdeckt. Ach, jetzt habe ich die Verpackung hinten liegen. Ich zeige euch die nachher mal. Ich habe irgendwie was Spannendes gekauft, aber das hat mich so ein bisschen getriggert, sagt man so schön. Das hat mich an was erinnert. Und zwar habe ich mal Weight Watcher gemacht und da gab es so einen Snickers-Ersatz. Und da habe ich jetzt heute was gesehen, wo ich gedacht habe, das könnte so ein Dupe sein, aber leider nicht. Leider nicht. Für die Leute, die sich jetzt gerade gefreut haben, nee, ist kein Dupe, leider nicht. Schade, echt, das wäre lecker gewesen ist. Die waren immer so wahnsinnig teuer bei Weight Watcher. Nee, was ich jetzt da gekauft habe, das hat mir noch nicht mal geschmeckt. Hätte ich bloß nicht dunkle Schokolade genommen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gibt es immer so in Rund, die habe ich eigentlich immer zu Hause, so eine runden Reistaler mit Schokolade oder Joghurt oder so. Die gibt es auch pur und ich mag auch die gerne mit Mais. So, und die gibt es jetzt als Riegel bei Action. Einfach so viereckige Riegel. Aber ich habe mit Zartbitterschokolade genommen. Das schmeckt gar nicht. Also mir jedenfalls nicht. Und dann ist es halt nur so ein viereckiges Reisding. Also so ein viereckiger Reisriegel. Wie die Runden, bloß viereckig. Aber günstig, das muss man sagen. Nur gerade die sind jetzt auch nicht so krass teuer bei Action. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mein letztes Video gesehen habt. Ich habe ja Lidschattenstifte von Action mitgenommen. Und wow, gar nicht so schlecht. Sie sind nicht so krass wie die von Trended Up. Das muss ich sagen. Ich habe ja bei Trended Up Lidschattenstifte entdeckt. Moment, da gehört auch noch so ein Türkisat dazu. 2,45 Euro halten den ganzen Tag. Die sind wirklich toll.
Die von Action sind jetzt nicht so mega krass, weil sie schneller verschwunden sind vom Auge. Schuldig, dass ich hier ständig mit dem Finger im Auge bin. Ich habe Sonnenschutz getestet. Und jetzt habe ich schon den ganzen Tag drehende Augen. Habe Sonnenschutz im Auge bekommen. Ja, jedenfalls sind die nicht ganz so krass leider. Aber ihr könnt sie so ein bisschen haltbarer machen mit einer Lidschattenbase. Ich habe zum Beispiel die, liegt die hier rum? Ja. Ich habe zum Beispiel die von Essence. Ich weiß, dass NYX auch noch eine ganz tolle hat, so eine schwarze, längliche. Damit halten die ein bisschen länger. Also das Auge schön abtrocknen, trocknen, dann die Lidschattenbase drauf, dann die Stifte und wenn es dann noch geht, irgendwie entweder ein Fixing-Spray rüber oder Zauberpuder, dann halten die ein bisschen länger. Also die sind nicht schlecht, aber die sind doch schnell wieder weg. Aber nicht so schnell wie die von Catrice. Wenn ihr das mit einer Base malt und ein bisschen abpudert oder auch nicht abpudert, dann hält das, ich glaube, so um die 6 Stunden. Also ich sag mal so morgens zur Arbeit und dann so im Laufe des Nachmittags verschwindet das langsam. Es ist nicht schlimm, ich will es nur sagen, man hat ja auch sonst noch Schminke drauf. Also zum Beispiel bei mir die Stifte vom Make-up Coach, die Gel Aligner und Mascara, das hält ja ewig. Also deswegen ist man nicht ganz ungeschminkt. Aber ich will es euch halt sagen, dass die nicht ganz so gut sind wie die von Trended Up, aber schon sehr gut. Und wenn ihr mal da seid, 3 Stifte für 1,99. Und wovor ich am meisten Angst hatte, war, dass ich irgendwas am Auge bekomme davon. Nein, also die Inhaltsstoffe scheinen okay zu sein. Habe ich jetzt aber auch nicht nachgegoogelt. Aber sie sind ganz gut. Also man kann die echt benutzen. Und ich habe mir das ja auch bestätigt. Es gab ja einige, die mir geschrieben haben, sie benutzen die schon ganz lange. Und ja, ich mische das dann auch mit Rouge, mit Creme Rouge und ganz toll. Also ich kann die so eigentlich weiterempfehlen. Die haben so ein bisschen Goldglitzer drin. Das rieselt gerne mal runter. Aber das ist so minimal. Also das ist nicht im Auge, absolut nicht, sondern das habt ihr so ein bisschen mal so auf der Wange, ein, zwei. Aber die sind so fein und so klein, ist überhaupt nicht schlimm. Also testet die gerne mal, wenn ihr neugierig seid. Ich stand auch heute wirklich wieder da und habe so überlegt, weil ich war zweimal bei Action, nimmst du noch mehr Schminke mit? Oh, ich habe mich nicht getraut, ne? Ich habe mich nicht getraut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann noch mal ein Action-Schminke mache oder nicht. Ich muss mal gucken. Ich überlege mir das noch. Ja, dann habe ich 3 Düfte. Wo habe ich die denn jetzt gelassen? Ist egal. Dann habe ich mich anfixen lassen bei Instagram. Da gab es mehrere junge Ladies, die haben gesagt, bei Action gibt es Düfte, Parfüm müsst ihr unbedingt kaufen. Naja. Ich habe das dann zusammen mit den Lidschattenstiften gekauft. 3 Düfte und dachte mir so, naja, teste doch mal. 3 Euro, man weiß ja nicht. Ich habe es getestet und ich war leider nicht begeistert. Diese Düfte machen bei mir wirklich Kopfschmerzen. Im ersten Moment riechen sie ganz gut und erinnern auch wirklich Tatsache an ein Parfüm. Aber ehrlich gesagt, also die sind nicht so. Also dann mag ich lieber die von Rossmann oder DM. Also die von Action, die machen bei mir Kopfschmerzen. Ist nicht so schlimm. Ich habe dann aber mal so ein bisschen, da habe das mal gegoogelt. Ich wollte mal wissen, warum gibt es jetzt so ganz günstiges Parfüm und warum ist das Teure so teuer? Mich hat das jetzt einfach nur mal interessiert. Und bei den teuren Düften ist es wirklich so, dass man da nimmt man so wirklich die Pflanzen und in einem umfangreichen Prozess werden dann die Pflanzenöle gewonnen und so. Das hat halt ganz viel auch mit Arbeit und so weiter zu tun und auch mit echten Sachen. Und bei diesen günstigen Düften, sowie auch Aromaöle, von denen ich ja immer abrate, weil man davon Kopfschmerzen bekommt, da gibt es ja mal für 3 Euro bei Aldi dann so ein Fünferpack mit Zimt, Orange und so, kauft die nicht. Weil, also ihr könnt sie schon auch kaufen, aber ich wäre zum Beispiel vorsichtig mit Tieren. Und ich weiß, dass das alles chemisch hergestellt ist. Da ist überhaupt nicht, gar keine Orange drinne, sondern das ist alles nur so künstlich hergestellt. Und das ist halt bei diesen Düften auch so. So habe ich das jedenfalls gelesen. Ich bin ja kein Chemiker. Ja, und dann haben wir für meine kleine Tochter was Schönes gekauft für ihr Zimmer. Und zwar einen Spiegel. Und dann hat sie noch so eine schöne Lichterkette gekauft. Das hat sie an so eine Pinnwand gemacht. Das fotografiere ich euch einmal ab. Das ist auch echt richtig, richtig süß und schön. Und ich finde, das kann man auch immer toll bei Action kaufen, ne? So Schnickschnack, so Spiegel und so. Und ich habe mir ja auch schon bei Action diese Schminksachen gekauft. Ist nicht aufgeräumt, aber ich zeige es trotzdem mal.
Ich wollte mir das nochmal so richtig schön sortieren. Peinlich. Eine Million Pinsel und hier die Concealer. Und da bin ich gerade am Umräumen, weil ich mir gestern gerade was bei Teddy gekauft habe. Und bin jetzt am Überlegen, wie ich das hier mache mit meinem Schminkplatz. Und das hier zum Beispiel habe ich bei Teddy gekauft. Für 3,55 € habe mir den Preis extra dahin geklebt. Ja, und hier ist halt gut, dass man die Stifte da drin gut aufbewahren kann. Hier habe ich nämlich die Brightliner, die Kiko-Stifte, die Trended Up und die Nabla-Stifte. Habe ich alles an einem Platz. Und das Problem ist immer, dass diese Behälter meistens nicht hoch genug sind. So, nur da weiß ich noch nicht. Und ich bin hier noch am Umräumen. Also ich muss da mal gucken, wie ich das hier so alles genau mache. Das ist alles noch echt wurschtelig und wühlig. Und dazwischen habe ich auch noch Make-up-Coach mit so einem Schminkding. Zeig ich jetzt euch auch nochmal. Guck mal hier, das hatte sie ja auch. Und da habe ich dann die ganzen Smoke-Liner drin. Oh. Es ist nicht ordentlich. Und auch nicht schön, aber schön muss es auch bei mir gar nicht so sein, weil es ist ein Arbeitsplatz und ich muss aber klarkommen. Also, und da bin ich immer noch am Wursteln. Und irgendwann, wenn ich mal fertig bin und ich weiß, was ich will und es bleibt so, dann zeige ich euch mal Fotos. Aber im Moment will ich das noch nicht euch zeigen, weil das ist einfach noch, das ist noch mit Gläsern und es ist gar nicht schön, das will keiner sehen. Ja, was habe ich denn noch gekauft? Ja, dann habe ich, warte mal, Deko, Spiegel, da-dam. Was war denn dann? Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Warte mal. Komme ich jetzt nicht drauf. Ja, dann habe ich so ein bisschen noch mal rumgestöbert und habe das hier entdeckt und das fand ich richtig, richtig toll. Das ist nämlich vom Salzhaus oder Salt House, Totes Meer, Douche Peeling Lemongrass. Boah, das finde ich total spannend. Keine Farbstoffe, keine Silikone, keine Paraffine für sensible und empfindliche Haut. Ja, also das finde ich ja mega. Ist das, ja, mit Salz, mit Zucker? Nee, natürlich mit Salz. Riecht fast gar nicht und ist so ein weißes. Warte mal, ich will das mal jetzt sehen, wie das aussieht. Ist ein Duschpeeling, aber ist wie so eine Creme. Ach, da merkt man das Salz. Ja, so ein bisschen Salz ist dazwischen. Hä, das riecht ja komisch. Das riecht so ein bisschen gesund. riecht eigenartig, ganz eigener Geruch. So ein bisschen. Ja, wonach riecht das? Moment. Riecht so Lemongrass? Es riecht so ein bisschen thermalmäßig. So Thermalbadmäßig. So ein bisschen, ja. Ja, so wie die Verpackung aussieht. Etwas gesund. Es riecht gesund. Keine Ahnung. Also ich weiß jetzt noch nicht mal, ob mir das gefällt oder ob ich das doof finde. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich brauche mal ein Tuch. Ja, wer auf sowas total steht, ich denke mal, der Peeling-Effekt wird ganz gut sein, weil ich merke das hier schon auf der Hand, das Salz. Und vielleicht mögt ihr sowas ja total gerne. Also testen werde ich es auf jeden Fall und werde es euch auch garantiert irgendwann mal berichten. Jedenfalls, aber das ist jetzt nicht so ein krasses Produkt, wo man so total toll riecht oder so. Das riecht so, wie das aussieht. Gesund und totes Meer. Und das ist mehr so für die Leute, die sehr vorsichtig sind, vielleicht mit Duftstoffen, die aufpassen müssen, dass da nicht viel drin ist. Ja. Für sensible Haut. Also gar nicht so schlecht, finde ich. Und für einen sehr, sehr guten Preis, finde ich. So, dann habe ich was entdeckt, das will ich mal testen. Ich mag ja so gerne von Denk mit dieses Textil-Spray, was auch gleichzeitig glättet. Und das habe ich jetzt einfach nur mal mitgenommen, um zu gucken, ob das einen guten Geruch hat. Ich werde mal sprühen. Ich sprühe mal so gerne die Wäsche damit ein. Jo. Geht auch. Ich hoffe,
hoffe, dass das gut riecht. Also ich werde das nochmal überprüfen. Nicht, dass es nachher so in Alkohol reingeht oder so. Wenn hier sehr viel Alkohol drin ist, dass es dann irgendwie so stinkt oder so. Ich habe leider wirklich festgestellt bei Action-Sachen, es gibt gute Sachen und es gibt echt schreckliche Sachen. Ich kaufe das, ich finde das gut und dann will ich das benutzen und denke so, das stinkt plötzlich. Dann mag ich das nicht mehr und dann kann ich das auch nicht mehr benutzen. Und das habe ich mehr als einmal gehabt bei Action. Ja. Achso, was ich mir noch gekauft habe, sind Brillen. Ich habe mir 3 Stück gekauft. Brillen. Ich habe mir 3 Brillen gekauft. Ich mag gerne so die runderen, die finde ich immer schön. Da ist mir die Farbe fast egal und ich nehme immer nur die Stärke 1,5. Einmal habe ich mit 2 genommen, weil die Brille so schön war. Dachte ich so, die steht mir bestimmt. Und ich finde die echt gut. Warte mal, ich werde die mal aufschneiden. Und werde die mal tragen. Die ist hier zwar ein bisschen stärker, als ich das brauche, aber ich fand die ganz gut. Und die waren sowas von günstig. Guck mal, geht doch, oder? Sehe ich aus wie Frau Doktor. Hallo. Oder wie eine Lehrerin. Ja, auf jeden Fall. Macht sie mich ein bisschen schlauer. Nein. Ja, ich denke mal, die ist ganz gut. Also die können dann auch gerne mal kaputt gehen. Und die Kassiererin schmunzelte so ein bisschen, meinte sie so, ja, jetzt können sie aber, jetzt haben sie den Durchblick. Ich so, ja, die gehen ja immer so schnell kaputt, die günstigeren Brillen, ne? Bei mir jedenfalls. Und dann habe ich immer überall eine rumliegen und dann verschwinden sie, dann gehen sie kaputt, dann sind sie verloren, dann sind sie in der Handtasche und ich weiß auch nicht, was ich damit immer mache. Jetzt habe ich 3 Stück, die sind alle ganz schön. Und ja, wollte ich euch auch noch mal erzählen, dass es da schöne, günstige Brillen gibt, weil ich habe schon bei Rossmann geguckt und auch wenn ich woanders bin. Und für so eine, ich sag mal, günstige Brille dann 6 Euro auszugeben, das ist mir dann wirklich zu teuer, weil ich die, wie gesagt, immer ständig nachkaufen muss. Also einmal im halben Jahr kaufe ich mir dann so 3 Stück. Ja, und deswegen wollte ich euch das erzählen, dass sie da günstige Brillen haben und auch einigermaßen hübsch. Also ich mag, wie gesagt, die Runden am liebsten. Jo. Düfte habe ich erzählt. Ich glaube, jetzt habe ich euch ja alles erzählt. Dann mache ich jetzt Schluss. Dann bedanke ich mich sehr, dass ihr da wart. Wünsche euch natürlich noch einen richtig schönen Tag oder Feierabend oder so. Und ja, passt gut auf euch auf. Bleibt auf jeden Fall gesund. Lasst euch bloß nicht ärgern von den doofen Menschen. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. So ein bisschen bei den Fotos, die ich gemacht habe. Echt super, super interessante, tolle Sachen dabei. Ich bin gespannt, was ihr davon gebrauchen könnt. Viel Spaß. Tschüss.